Okay, Dixie Gas Records hat eine ganz brutal tolle Reggae-Sammlung bekommen. Und der Trick ist nicht nur, dass wir diese Sammlung gekriegt haben, sondern dass die meisten Platten Niermint sind. Die Platten innen drin in den Hüllen sind unglaublich top vom Zustand. Und ich behaupte mal, die findest du zum Teil im ganzen Netz nicht in Niermint. Vor allem, es sind viele Jamaika-Pressungen dabei und so Sachen. Ist natürlich auch wirklich seltenes Zeug dabei, aber auch ganz normale, gute Gebrauchsware, aber schöne Ausgaben, alles immer früh. Ich tippe mal, da wurde aufgehört, 1986 zu kaufen oder so. Das heißt, die wurden alle zwischen 74 und 86 gekauft. Hier schön, wow. Ne? Und wir pressen es natürlich Soul. Ich werde jetzt mal 2, 3 Wochen in den Laden stellen und danach haue ich sie durchs Netz. Aber wenn ihr Bock auf sowas habt, dann solltet ihr unbedingt vorbeikommen. Wie gesagt, es geht gar nicht nur um die Platten, sondern die Qualität. Unheard of. Near Mints. Stehen im ganzen Discogs nicht. King Tubby, Wahnsinn. Ne? Und so weiter und so fort. Ich zeige euch gleich noch die zweite Hälfte. Aber das ist noch nicht alles. Na, hier. Auch Upsala. Sehr schön. Upsala. Wow, na, schöne Gebrauchsplatten, Todd Burning Spear, Wahnsinn signiert. Wailers, später, also keine Erstausgabe, aber eine frühe Jamaika. Da war meine absolute Lieblingsplatte. Gladiators, Dan Drummond. Kipska, Todd Assembler. Dixie Gas Records, Nikolaus, Lenau, Straße 18 76199, Karlsruhe.